Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Letztes Video diese Woche zu Genshin Impact. Ich verspreche, ich weiß, es ist schon wieder ein bisschen viel geworden, aber wir hatten das ja nach den letzten beiden Updates, gab es immer neue Essensrezepte, beziehungsweise Buff-Food-Rezepte und diesmal natürlich auch wieder. Und ich will mal schauen. Ich weiß nicht, ob welcher NPC genau hat. Ich habe aber natürlich schon wieder gelesen, dass welche gibt. Deshalb, ja, okay. Der Cheffe hat Krebsroggen-Tofu. Gönnen wir uns. Nur ein 2-Sterne-Rezept. Kann also nicht gut sein. Aber holen wir uns. Ich wollte es eigentlich in irgendein anderes Video mit reinmachen. Aber irgendwie bin ich dann doch nicht mehr dazu gekommen. Hier, ne? Ja. Krebsroggentofu. Krebsroggentofu. Figurenwiederbelebung. Allein, dass du dafür Krebse. Allein, dass man das dazu braucht, ist Schwachsinn. Du brauchst einfach nur Eier, um Charakter wieder zu beleben. Die beiden Restaurants hier hinten vielleicht. Es ist halt, warum soll man was anderes zum Wiederbeleben machen, außer Spiegelei. Habt ihr auch was Neues? Ja, habt ihr. Gebratene Nudeln mit Fisch. Das ist das gleich hier drunter. Stellt LP wieder her. Und ein bisschen über Zeit. Okay. Nehmen wir mit. Hast du auch was? Ja, du hast Pökeltopf. Das ist ein 3-Sterne-Rezept. Das ist schon mal ein bisschen was Besseres, hoffen wir. Erhöht die KT aller Gruppenmitglieder um 15%. Hört sich schon mal gut an. Könnte bei perfekter Herstellung mit dann Pökeltopf. Gebratene Bandnudeln mit Fisch. Kann ich mir jetzt nicht merken, aber was haben wir hier? Das ist nur die Zufallschance. ...550, okay. Pökeltopf. Bei dem Rezept, was sie gezeigt haben, war 15, hier steht 10 bis 20. Okay, ja. Haben wir einen, der das... Das ist, dass sie mehr herstellen kann. Aber wir haben anscheinend keinen Charakter, der das als Lieblingsessen hat. Das ist schade. So wird das halt nicht gebufft. Und jetzt Bratnudeln. Fisch. Das hier. Ja, das. Gebratene Bandnudeln mit Fisch. Fisch ist okay, den kann man auch daily kaufen. Einfach Leo am Hafen. Den Reis kann man auch in Leo kaufen. Und das findet man fast überall an irgendwelchen Flussufern. Okay. Haben wir da wieder einen speziellen Charakter für? Nein, nur die beiden.
Ja, hat die 22% bekommen. Und dann steht's 6 mal 450 hin.